drittbeste von einem ganzen Land. Drittbeste Sportler des Jahres 2014. Das ist eine grosse Ehre. Das ist ein Platz auf dem Podest mit 21,1% der Stimmen. Der dritte Rang geht an den Stan Wawrinka. Der Schweizer des Jahres. Felicitations à la maison, Stan Wawrinka. Und jetzt. Es spitzt sich zu, ganz hochkarätig. Auf der einen Seite Roger Federer und auf der anderen Seite Dario Colonia. Also der Dario Colonia, Doppel-Olympiasieger. Roger Federer war schon mal hier auf der Bühne gewesen, heute Abend. Egal wer es wird sein, es sind zwei Sportler, die ganz grosse Ehre einlegen für die Schweiz. Der Federer zum sechsten Mal oder der Colonia als Titelverteidiger. Mit 31,7% der Stimmen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die letzte Entscheidung vom heutigen Abend. Sportler des Jahres 2014, das ist der Roger Federer! Dankeschön vielmals für die Ehrung. Ich freue mich natürlich jedes Mal riesig, wenn ich heute oben dabei sein darf. Bist ja so viel Mal da gesehen und immer wieder verfolgt am Fernsehen. Und darum ist es jedes Mal wieder speziell, wenn ich unter Schweizer Sportler mitmischen und wieder alle treffen und wieder alle sehen, weil ich lasse mich auch inspirieren und ihr seid alle Motivationen für mich. Darum herzlichen Dank an alle eure Leistungen, die mir dann auch helfen schlussendlich. Aber eben, eure Karriere ist wunderbar und darum herzliche Gratulation für euer super Jahr. Darum, ich habe das Gefühl, ich teile den Award mit allen eigentlich, mit allen Sportlern, sowieso mit denen auf der Couch. Es war unglaublich gesehen, was ihr geleistet habt und eben, wir haben es immer lustig. Und ich gönne es euch genauso fest wie mir selber auch. Ich habe viel gegeben im letzten Jahr, wie eben auch alle. Und darum, wir sind alle im gleichen Boot. Und Sport eben zu vergleichen, die verschiedenen Sportarten, ist natürlich immer sehr, ist nicht so einfach. Und darum, ich bin auch bewusst, dass das nicht so eine einfache Wahl ist. Aber ich habe letztes Jahr ein hartes Jahr gehabt. Und darum, ich habe extremen Willen müssen zeigen und auch Willen, mir selber beweisen, dass ich zurückkommen kann. Und darum, im Jahr, wo ich nochmal zwei Kinder bekommen habe, nach dem ganzen Rückenproblem, das ich hatte, dass ich auch zurückkommen und so ein fantastisches Jahr spielen mit 10 Finals und der Davis Cup Sieg holen am Schluss, ist wirklich fantastisch gewesen. Und dementsprechend nehme ich natürlich den Award sehr, sehr gerne an. Aber auch gleichzeitig irgendwo verteile ich den mit dem Stan zusammen, weil natürlich mit seinem Sieg in Australien, das war etwas, das gigantisch war. Und ich habe mich gefreut für ihn, weil er mein Bruder wäre. Und darum freue ich mich natürlich eben auch für ihn, dass er nominiert war. Und eben schade, dass er zum Schluss nicht den Sieger holen konnte heute oben. Aber meine Gedanken sind bei ihm natürlich. Zum Schluss habe ich ein super Team um mich herum. Ich bin wirklich hierher gekommen wegen dem Davis Cup. Eigentlich mehrheitlich, weil das eben können zu teilen mit meinen besten Freunden. Ja. Und mit dem Staff von diesem Jahr war wirklich ganz, ganz speziell gewesen in meiner Karriere. Das war etwas, was ich in diesem Extrem noch nie eigentlich erlebt habe. Und darum würde ich gerne mich bei Ihnen herzlich bedanken, dass Sie wieder einen Schuss geklopft haben für am Freitag, Samstag, Sonntag am Davis Cup. Weil es ist nicht einfach. Einfach gesehen dort nach dem Match von Stan bis am Freitag vom ersten Match. Ich habe nicht daran gedacht, dass es noch würde länger. Und dank eben allen Unterstützungen im Team, die wir wieder aufgebaut haben und wieder fit geklopft haben, hat es noch gelangt. Darum herzlichen Dank und
Am Schluss eben auch allen Zuschauern natürlich, die mich unterstützen, das Davis Cup Team unterstützt haben durch das Jahr durch und auch für mich heute zu oben gestimmt hat. Vielen Dank und schöne Weihnachten und gutes Neues und bis zum nächsten Jahr dann. Auf Wiedersehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Sportler vom Jahr 2014 von Roger Federer. Und wir werden jetzt noch mal alle Gewinnerinnen und Gewinner vom heutigen Abend zu uns auf die Bühne führen. Da kommt der Newcomer des Jahres, der Karim Hussein. Und dann haben wir den behinderten Sportler vom Jahr, der Marcel Huch. Mitwählen darf natürlich das Team des Jahres, Schweizer Davis Cup Team. Und dann haben wir Trainerin des Jahres, Jüri Hetland. Und ein großer Applaus für die Sportlerin des Jahres, Dominique Gysi. Also die Siegerinnen und Sieger vom heutigen Abend. Es gibt noch eine Siegerin daheim, und zwar Gewinnerin vom Wettbewerb. Diesen Preis schicken wir auf Zürich, und zwar zur Elisabeth Frey. Herzliche Gratulation. Uns bleibt jetzt noch Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und weiterhin einen schönen Abend zu wünschen. Bis im nächsten Jahr. Ade miteinander.